Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe schon ganz lange auf meiner To-Do-Liste stehen, also Videowünsche, Themenideen und so weiter, dass ich mal mein Erste-Hilfe-Paketchen vorzeigen soll, weil sowas hast du doch bestimmt auch im Rucksack, war quasi die Frage. Und ja, habe ich im Rucksack und ihr stellt fest, das ist mein Standard First-Aid-Kit. Das habe ich, wenn ich es nicht vergessen habe, eigentlich immer im Rucksack dabei, zumindest wenn ich ein bisschen was Längeres im Wald vorhabe. Wenn ich nur mal eine Runde spazifizieren gehe, dann ganz ehrlich, nee, da habe ich nichts dabei. Aber für ja, so einen Tag im Wald oder irgendwie sowas, das zeige ich euch jetzt mal, inklusive Inhalt natürlich. Also, das hier ist mein Fuß und das ist mein Erste-Hilfe-Paketchen. Vielleicht kurz ein paar philosophische Worte. Das Ding ist relativ groß, wie ihr feststellen werdet. So als ja, normales Alltags-Erste-Hilfe-Paket. Ziemlich voluminös. Zwei Dinge. Erstens, das ist deswegen groß, weil ich damit auch was Richtiges verarzten können möchte. Wenn ich schon Erste-Hilfe-Materialien mitschleppe, dann sollen die auch wirklich in der Lage sein, was Größeres, einen richtigen krassen Unfall auch einigermaßen verarzten zu können. Und das ist jetzt halt mein Kompromiss zwischen, da ist was drin, was wirklich hilft. Und ja, man kann es halt auch wirklich noch mitnehmen, weil einen ganzen Kfz-Verbandkasten mitschleppen ist auch wieder irgendwie ein bisschen, naja, unpraktisch, vorsichtig ausgedrückt. Einen vollen Kfz-Verbandkasten, also ihr kennt die noch, diese Boxen, die es früher als ja, Verbandkasten gab. Heutzutage haben die meisten Leute ja Taschen und in den Taschen ist gefühlt weniger drin, habe ich den Eindruck. Na egal. Jedenfalls, dieses Täschelchen hier gibt es derzeit gerade noch bei Jibo, die ist neu, der Inhalt ist alt, bis auf das bisschen, was hier noch drin war, habe ich jetzt mal drin gelassen, einfach mal, um es euch zeigen zu können. Also wer Bock hat, in den nächsten Tagen noch zu Jibo zu rennen, kriegt vielleicht noch so einen Teil, vielleicht gibt es das auch im Internet, ich habe keine Ahnung, wie man da genau an solche Sachen von Jibo rankommt. Wenn ich da was kaufe, dann, weil sie bei uns im Supermarkt da halt ein Regal haben und da gibt es dann halt auch mal so einen Krempel und hin und wieder kaufe ich dann ein paar Jibo-Sachen und meistens bin ich damit dann im Endeffekt sehr zufrieden. Ich habe auch noch einen Pullover von denen seit 13 Jahren im Einsatz. Inhalt kommt später. Das Ding hat diverse Befestigungsmöglichkeiten für diese mitgelieferte Schlaufe hier. Na, zack. Also das ist halt so eine normale Schlaufe, das ist jetzt hier als Bauchgurt zu tragen, abgesehen davon, dass ich den ein bisschen weitermachen müsste, weil so schlank bin ich nicht. Aber kann man dran machen, kann man weglassen, ist bei Lieferung in der Tasche mit drin. Finde ich ganz cool, kann man auch als Schultertrageriemen verwenden, kann man sich theoretisch auch hier dran klipsen. Ja, eben um es als Schultertrageriemen zu verwenden, kann man es da dran klipsen, beziehungsweise hier drüben dran klipsen und hat das dann wunderbar zum Umhängen. Also wirklich viele Befestigungsmöglichkeiten an der Tasche. Hier kann man auch noch irgendwelche Riemen durchziehen. Und wenn man sie natürlich zumacht durch den Rollverschluss, hat man dann quasi eine Handschlaufe, wenn man so will. Also das ist wirklich toll. Das Material soll wasserabweisend sein, ist wohl nicht hundertprozentig dicht. So steht es zumindest in der Gebrauchsanweisung. Ich habe den Eindruck, es wäre eigentlich ziemlich dicht. Vielleicht, wenn man es ins Wasser reinschmeißt, dann könnte es vielleicht unter Umständen durchgehen. Aber regenfest, und ich habe es mal, kurz in den Wasserhahn gehalten, das hat auch wunderbar funktioniert, da ist überhaupt kein Wasser durchgegangen. Also, ja, gut. Davon abgesehen, da drin ist eh alles nochmal einzeln verpackt. Selbst wenn es nass werden würde, wäre jetzt nicht so dramatisch. Also, die Tatsache, dass es recht wasserfest ist, ist natürlich ein tolles Plus und das ist mir auch wichtig. Wäre aber nicht hundertprozentig wahnsinnig schlimm, wenn es doch mal ein bisschen Wasser reinkommt. Und deshalb darf das auch eine vergleichsweise billige Tasche von Jibo sein. Da brauche ich jetzt nicht irgendein Ortlieb, was auch immer Teil, das dann das Dreifache kostet. Gut, ja, also Rollverschluss habt ihr gesehen. Das Ding ist jetzt relativ voll. Man kann es, wenn es nicht ganz voll ist, natürlich noch weiter runterrollen, den Rollverschluss. Aber so ein Rollverschluss sollte wirklich jedem schon mal irgendwo begegnet sein. Finde ich sehr praktisch. Das ist jetzt ehrlich gesagt meine einzige Tasche mit Rollverschluss. Schade eigentlich. Ich glaube, ich bin auf den Geschmack gekommen und brauche davon noch mehr. Kommen wir zum Inhalt.
Also nochmal kurz drei Worte Philosophie, nämlich das Ding ist natürlich auch dafür gedacht, andere Leute verarzen zu können, nicht speziell nur mich. Da ich in meiner normalen EDC-Ausrüstung eh schon eine Rettungsdecke habe, ist jetzt hier keine mehr drin, aber ergänzend so ein Rückenwärmer-Pad, die habe ich inzwischen auch mal ausprobiert. Ich habe es in irgendeinem anderen Video mal gezeigt gehabt und gesagt, ich will sie demnächst ausprobieren. Ist da nichts geworden. Sprecht mich nicht darauf an, sonst reagiere ich ungehalten. Wie dem auch sei, das ist einfach dafür da, dass wenn jemand jetzt stark irgendwie unterkühlt, irgendwie ins Wasser gefallen oder sonst was, dann in Rettungsdecke, wie gesagt, im normalen EDC-Paket einwickeln plus diesen Rückenwärmer irgendwo hinklatschen, damit es dann wenigstens einigermaßen warm wird. Dass das funktioniert, bin ich mir ziemlich sicher und habe es auch mal teilweise ausprobiert, aber nicht gefilmt. So, dann kommt zum Vorschein als nächstes ein gutes altes Bundeswehr-Verbandpäckchen. Der eine oder andere wird die noch kennen. Die ist noch dienstlich geliefert, ist inzwischen abgelaufen. 2015 bis Oktober war es haltbar. Ja, gut. Ich gehe davon aus, dass man es immer noch verwenden kann. Und die sind mir irgendwie zu kostbar, um sie jetzt wegzuschmeißen oder als Andenken ins Regal zu stellen. Und deswegen habe ich die halt noch dabei. Bei der nächsten größeren Verletzung, die ich haben sollte, falls ich mal eine habe. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie draußen nennenswert eine größere Verletzung. Gebrochene Knochen, aber das war gar nicht draußen. Obwohl doch einmal schon. Egal. Jedenfalls, bei der nächsten Gelegenheit wird das verbraucht, damit es nicht noch länger über den Haltbarkeitsdatum rausgeht. Achso, wer die Teile nicht kennt, die haben meistens, das kann man sich nicht immer hundertprozentig sicher sein, wenn man es aufmacht, aber meistens ist das ein Doppelverbandpäckchen mit zwei Wundauflagen, meistens auch in Oliv, dass man also quasi nicht sofort Zielscheibe ist, wenn man einen weißen Verband am Arm hat. Und warum zwei Wundauflagen, die verschiebbar sind? Das ist ein Schusswundenverbandpäckchen. Das dient dazu, dass man die zweite Wundauflage auf die Austrittswunde und die erste Wundauflage halt auf die Eintrittswunde schiebt und das dann beides mit dem gleichen Verbandpäckchen verbünden kann. Praktisch, nicht? Also, ja, da Schusswunden im Wald ja auch schon vorgekommen sein sollen, falls man von Wildschwein gehalten wird, vielleicht gar keine blöde Idee irgendwie, ne? Das ist so der Hintergrund des Ganzen. Nennt mich paranoid. Das gute alte Dreiecktuch von Hartmann. Da Dreiecktücher ja keinem Verfallsdatum unterliegen, ist das noch aus dem Kfz-Verbandkasten vom Auto von meinem Opa, als wir das dann mal vor 20 Jahren irgendwie verkauft haben. Ja, 20 Jahre war es nicht ganz, aber jedenfalls ist uralt. Ich glaube, die Verbandsmaterialien, die im gleichen Kasten drin waren, hatten Haltbarkeitsdatum bis 94. Also das ändert nichts dran, dass das ein wunderbares Dreiecktuch aus Baumwolle ist, also Textil. Die modernen sind ja meistens aus irgendeinem Kunststoff. Und ja, mit einem Textil-Baumwolltuch kann man ja auch noch diverse 27.000 andere Dinge anfangen. Wasser vorfiltern, Kopftuch draus bauen, was weiß ich was alles. Da sind ja Möglichkeiten mannigfaltig, aber primär ist es halt schon als Verbandstoff gedacht. Also als nicht als Wundauflage, sondern als Mullbinde sozusagen. Oder halt eben um gebrochenen Arm, damit kurz mal ruhig zu stellen. Grundsätzlich ist dieses Paket natürlich nur für kurzfristige Sachen da und halt so lange am Leben zu bleiben, bis man zum Arzt kann oder hingebracht wird oder jemanden hinbringt, wenn man jemand anders verarztet und so weiter. Also das hat jetzt mit Survival so insofern nur was zu tun, dass es natürlich dem Survival-Gedanken entspricht, überhaupt ein Erste-Hilfe-Paket immer mit sich rumzuschleppen. Gut, das hier ist jetzt so ein verschiedene Dinge drin. Päckchen. Nämlich, na, die waren jetzt in dem Paket, die meisten dieser Sachen waren in dem Paket hier drin, als ich es gekauft habe. Kostet übrigens 10 Euro. Das sind jetzt hier so ein paar billige Pflaster. Grundsätzlich bin ich wie jeder, der genügend Erste-Hilfe-Kurse genossen hat, der Meinung, dass solche Pflaster-Vorschnitte mit, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, schimmert ein bisschen durch, mit geringfügig, winzig kleiner, ja, jetzt kann man sehen, Wundauflagefläche nichts bringen. Weil da braucht man eine Wunde, die gerade da drauf passt. Ist die größer oder kleiner, dann ist es irgendwie blöd. Demzufolge halte ich die für relativ nutzlos. Besonders wahnsinnig gut kleben tun die auch nicht. Gerade wenn man sich schneidet, mit Dingen, bei denen ein Pflaster helfen wird, dann ist es ja fast immer im Finger oder in der Hand. Und gerade da sind dann diese normalen Standardpflaster. Jetzt muss ich die mal kurz
vorzeigen, damit ihr wisst, was ich meine. Dieses Zeug hier, der Standardwundschnellverband, ist einfach viel, viel, viel besser, weil man sich daraus ja auch den Fingerkuppenverband schneiden kann, indem man hier mal so einschneidet, mal so einschneidet, mal so einschneidet, mal so einschneidet, das Ganze umfaltet und sich dann über den Daumen legt. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Wenn nicht, gibt es dazu jede Menge tolle Videos zum Thema Erste Hilfe. Beziehungsweise noch besser, macht mal wieder einen Kurs, das kann in keinem Fall schaden. Die sind jedenfalls 10-mal besser als diese bescheuerten Pflastervorschnitte. Die werde ich auch wieder aussortieren, die habe ich jetzt nur mal drin, um sie euch zu zeigen und sagen zu können, in dieser tollen Chivo-Tasche waren die auch drin. Wie gesagt, das ist das einzig wahre Pflaster oder die moderne Form davon, die gibt es ja noch in Weiß mit irgendwelchen luftdurchlässig oder was auch immer. Das ist die uralt Variante von Hansaplast. Unverändert seit 1850 gefühlt. Ja, das hier ist ein großer Wundschnellverband, gleicher wie der, aber halt eben in modern mit weiß und irgendwie extra luftdurchlässig und ach, was weiß ich. Und schön verpackt. Ja, also die kleinen Dinger hier, die kann ich eigentlich schon mal zur Seite legen. Ich muss sie nachher gar nicht wieder einpacken. Jetzt habe ich es euch ja gezeigt, das da auch. Das hier sind zwei sehr kleine Kompressen. Die waren hier auch schon drin in dem Paket. Die sind mir viel zu klein. Was für eine kleine Verletzung soll man denn da haben, dass man diese Dinger dann da ausreichend verwenden kann? Wenn irgendwelche Sachen schlimm bluten, die man schnell verbinden muss, dann reicht's nicht, weil zu klein. Und für irgendwas, was wirklich bloß ein Kratzer ist, der so lang ist, da weiß ich nicht, ob ich mir überhaupt was drauf machen würde. Beziehungsweise da reicht mir dann auch wieder so ein Pflaster. Deshalb Zweck. Trockentupfer heißen die Teile übrigens. Aber ich kann mir das nicht anders erklären, als dass das auch irgendwie als Wundauflage gedacht sein soll. Weil sonst ist nämlich in diesem ganzen Tasche standardmäßig mit der Standardfüllung eine einzige Wundauflage drauf in dem einen Verbandspäckchen, was da drin ist. Standardmäßig. Das hier sind so Desinfektionstücher, 70% Alkohol. Den kann man immer brauchen. Also da habe ich auch wirklich überhaupt nichts dran auszusetzen. Die waren da auch schon vorher drin. Das ist von daher praktisch, weil mein Desinfektionssprühfläschlein ist gerade alle gegangen. Demzufolge, beziehungsweise ist nicht alle gegangen, sondern abgelaufen vom Verfallsdatum her. Deshalb wollte ich das noch austauschen, bin aber nicht mehr in die Apotheke gekommen und bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich zumindest diese drei Desinfektionstüchlein hier habe. Hojo, gegen 70% Alkohol ist nichts einzuwenden. So, dann haben wir, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben hier eine große Kompresse und die ist jetzt von mir selber reingepackt. Das sieht man daran, dass die auch was bringt, weil die ist nämlich groß. Damit kann man auch was abdecken. Damit kann man auch eine Schusswunde theoretisch abdecken, zumindest die Eintritts- oder Austrittswunde. Und wenn man sich einen Ast in den Fuß gerammt hat, kann man das damit auch abdecken. Also reale Größe ist ungefähr so, aber trotzdem, da geht schon was. Ja, ein größerer Schnitt, irgendwie den Unterarm halber abgesäbelt, kann man damit auch schon halbwegs abdecken. Boah, da ist Potenzial vorhanden. Wobei beim Unterarm halbwegs abgesäbelt gibt es dann wieder dieses Ding hier. Ne? Also das hat wirklich richtig viel Fläche zum Abdecken von Wunde. In halbwegs steril, weil abgelaufen. Aber wie alles bei der Bundeswehr, die Verfallsdaten sind ja immer nur so grobe Richtwerte. Das ist jetzt das Dreiecktuch, was hier drin war. Das ist wohl scheinbar das gleiche Format wie mein Baumwolldreiecktuch, ist aber aus irgendeinem Kunststoff. Da könnt ihr mal genauer drauf gucken. Keine Ahnung, woraus das jetzt genau ist. Finde ich halt nicht so stylisch und ist auf keinen Fall so multifunktional wie ein Baumwoll. Dreiecktuch und zwei Dreiecktücher haben auch noch niemandem geschadet, zumal die ja auch wirklich, wie gesagt, noch als zusätzlicher Verbandstoff verwendet werden können. Man kann sie ja auch zu einer Mullbinde aufwickeln, als Druckpolster für den Druckverband verwenden und Kopfwunden. Für Kopfwunden sind die ja ideal, da bist du ja mit einer normalen Binde, das rutscht dir ja meistens vom Kopf wieder runter. Zwei leere Plastiktütchen mit so einem lustigen Verschluss, kann man immer brauchen. Habe ich jetzt halt wieder reingepackt, war mir zu schade zum Wegwerfen. Dabei ist ein solches Befestigungstape, würde ich es jetzt mal nennen. Ich glaube, das schmeiße ich auch wieder raus, das brauche ich nämlich nie. Höchstens mal, um Pflaster noch mal zusätzlich zu fixieren. Vielleicht lasse ich es auch drin.
Aber um irgendwelche Verbände damit festzukleben, verwende ich nie sowas. Da mache ich immer einen Knoten. Reiß die kurz ein bisschen ein, kriegt dann zwei Zipfel und mache das dann damit nochmal entsprechend fest und setze einen richtigen Knoten drauf. Das hält auf jeden Fall besser als dieses bisschen Klebeband. Deshalb auch wieder sowas. Ja, standardmäßig ist es überall drin. Ich persönlich halte es für relativ sinnlos. Das ist das Verbandspäckchen, was hier standardmäßig drin ist. Auch winzig klein. Reicht mal wieder nur für, naja, entweder sehr tiefe und lebensbedrohliche Verletzungen oder nur für Kleinscheiß. Also demzufolge, ja gut, wegschmeißen tue ich es nicht. Freue mich auch irgendwo drüber und kann damit was anfangen vielleicht. Aber für meinen Geschmack unzureichend. Weil wie gesagt, wenn du den Verband brauchst, dann hast du voraussichtlich irgendeine Wunde, die den auch dringend erforderlich macht. Und dieses Ding hier ist nur für Kinkerlitzchen. Das ist für Kind hat sich ein ganz kleines bisschen gekratzt und damit das Kind aufhört zu schreien, wickelt es gleich halber in den Verband ein. Das macht ja durchaus Sinn in solchen Fällen dann, aber für eine richtige ernsthafte Verletzung, wenn es in Richtung lebensgefährlich geht, Schlagaderblutung und solche Späße, da ist mir das einfach zu winzig. Das ist eine normale Mullbinde, die ist aber auch nicht standardmäßig drin, sondern die habe ich ergänzt. Davon gibt es noch eine zweite. Und jetzt ist, das wird vielleicht viele Leute freuen, hier noch eine Zeckenzange dabei gewesen. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt eine besonders gute oder besonders schlechte Zeckenzange ist. Hubschrauber! Tja, hätte ich jetzt eine Flakkanone im Wald gehabt, hätte ich sie wahrscheinlich runtergeschossen, um dann hinterher mein Erste-Hilfe-Set auszuprobieren. Ah, nee, aber mich nervt das. Warum muss da dauernd was rumfliegen? Der nächste Flughafen ist weit genug weg. Ja, Zeckenzange. Ja, drückt man drauf, geht sie auf, nimmt sie auseinander, macht man Zecke mit fest und dann soll man sie mal wieder angeblich rausdrehen. Ich persönlich halte Zeckenzangen für sinnlos. Das könnte allerdings daran liegen, dass ich schon genug Zecken gehabt habe. Wer noch nicht so viele Zecken hatte, mag vielleicht für eine Zeckenzange Verwendung haben, weil er dann Panik kriegt, wenn er eine Zecke hat. Aber ich nehme die mit der Hand, zack, und raus. Funktioniert inzwischen gut, hab da Routine. Aber ja, gut, klar, ist drin. Kann man natürlich als sonstige Pinzette auch gebrauchen, aber werde ich auch nochmal gegen eine kleine Metallpinzette, normale Pinzette mit spitz zu laufendem Ende austauschen, weil dieses Ding hier ist mir zu flach. Könnt ihr jetzt gerade, glaube ich, so ganz gut sehen. Jo, und dieses Schmuckstück hier ist ein Bundeswehr-Brandwundenverbandtuch, leider auch seit November letzten Jahres abgelaufen. Aber die Teile sind halt echt richtig geil, wenn mal wirklich was Großflächiges ist. Gerade eben bei Brandwunden. Die sind riesengroß, steht leider nicht drauf, wie groß, aber damit kannst du quasi wirklich alles abdecken. Alles. Kannst einen kompletten Verwundeten halber drin einpacken, irgendwelche Verbrühungen, wenn zum Beispiel der heiße Kochtopf vom Feuer gefallen ist und jemanden verbrüht hat und solche Späße. Das lässt sich alles ganz wunderbar mit diesem Teil da einpacken und man kann es dann vielleicht noch mit bisschen Binde oder ein Dreiecktuch gut fixieren. Also der ganze Arm ließe sich darin zum Beispiel einwickeln. Das ist auf jeden Fall was standardmäßig in so kleinen Verbandstäffelchen nicht drin ist, meiner Meinung nach, aber unbedingt ergänzt gehört. Und das war's auch schon. Ja, und damit wisst ihr jetzt, was ich so an Erste-Hilfe-Materialien mit mir rumschleppe. Mir ist halt wichtig, Erste-Hilfe-Materialien, alle möglichen Medikamentengaben und so weiter und so fort, würde ich bei einer anderen Person ohnehin nicht machen, weil ich habe es zumindest so gelernt, dass man das nicht darf. Jetzt kann man vielleicht den ein oder anderen Paragraphen zur Ersten-Hilfe so auslegen, dass man das dann vielleicht unter Umständen doch darf, aber meine Meinung nach, die Leute, die professionell Ersthilfe lernen, kriegen ja alle eingetrichtert, niemals irgendwelche Medikamente geben, höchstens Wasser. Wenn überhaupt was geben, dann Wasser. Selbst Wunddesinfektionsmittel und so weiter, habe ich so gelernt, darf man da nicht verwenden bei anderen Leuten. Was man bei sich selber tut, bleibt einem ja selber überlassen. Aber auch bei mir selbst würde ich jetzt sagen, unter Umständen desinfiziere ich mir vielleicht noch ein bisschen, packe einen Verband drauf und gehe zum Arzt. Da muss ich auch nicht was weiß ich was dabei haben und auch kein Skalpell.
wie gesagt, was ganz anderes ist es bei Natur. Das ist so für Everyday. Ja, wenn ich irgendwo in Schweden oder Norwegen oder sonst was abseits der Zivilisation unterwegs bin und innerhalb von einer Woche nicht zum Arzt komme, wenn ich irgendwie da ein Problem habe oder theoretisch überhaupt nicht mehr zum Arzt komme und mich selber aus der Wildnis wieder zurück zur nächsten Straße schleifen müsste. In so einem Fall habe ich auch noch andere Sachen dabei. Aber das ist jetzt bloß für Deutschland im Waldrucksack. Im normalen Stadtrucksack, wenn ich längere Zeit unterwegs bin, habe ich das, wie gesagt, fast immer dabei. Hin und wieder vergesse ich es auch mal. Das wäre es gewesen, das zur Intention. Und wen es interessiert hat, ist schön. Und wer nicht, der hat jetzt Lebenszeit verschwendet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.